Name ist Axel Sprenger. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma Uscale und uns geht es darum, die Kundenperspektive auf die gesamten Touchpoints in der Elektromobilität, Customer Journey sagt man dazu, messbar zu machen, greifbar zu machen und zu verbessern. Der Autofahrer, der heute Elektroautos fährt, der ist genauso alt wie der durchschnittliche Verbrennerautofahrer. Wir haben es also mitnichten mit einem jungen Hipster aus der Stadt zu tun. Wir haben jemanden, der ist genauso alt wie der Verbrennerfahrer. Er kommt in der Regel nicht aus der Stadt, sondern tendenziell sogar eher vom Land. Und was ihn anders macht, er ist unglaublich männlich. Das ist sehr schade, weil die Elektromobilität eigentlich was ist, was Frauen sehr anspricht. Das merken wir in Umfragen immer wieder. Das erfüllt ganz viele Themen, die Frauen wichtig sind. Trotzdem sind sie bisher nicht im Markt. Frauen haben einfach keine Lust, mit 20 Karten durch die Gegend zu fahren. Die wollen, dass das funktioniert und das haben wir noch nicht geschafft. Was die Menschen, die heute einsteigen, wirklich interessiert, ist das Thema Klimawandel. Das ist das Thema CO2, das ist das Thema Dekarbonisierung. Und auch der härteste Dieselfahrer weiß, dass wir daran nicht vorbeikommen. Und mit dem Elektroauto können wir da einen wunderbaren Beitrag leisten. Das spricht die Leute bei einem emotionalen Thema an. Geht aber auch eine Nummer kleiner natürlich, wenn wir an die Emissionen denken, an Feinstaub denken. Das ist jetzt mehr regional auf die konkrete Situation vor Ort bezogen. Da kann die Elektromobilität direkt vor Ort einen unglaublich großen Beitrag leisten. Und irgendwann kommt dann bestimmt auch das Thema Spaß am Fahren, weniger Lärm dazu. Das mit der Kundenorientierung ist ja so ein Thema. Die Kundenorientierung, die sehen wir in jeder Sonntagsrede, die sehen wir in jeder Keynote-Präsentation, auf jeder Konferenz. Aber über diese Sonntagsreden geht es dann in der Regel nicht so richtig hinaus, weil man nicht so richtig weiß, wie man mit dem Kunden denn arbeiten soll, ne? Was macht man denn? Den kann ich halt befragen, wenn das Produkt auf dem Markt ist. Aber in der frühen Phase, man macht manchmal Design Thinking und holt ihn da rein, aber dann hört es auch wieder auf. Und ich glaube, dass gerade wir Deutschen, wenn ich das mal so sagen darf, da besonders anfällig sind, das Land der Dichter, Denker und Ingenieure, hat große Freude daran, technisch wirklich gute Produkte zu machen. Und dabei vergessen wir aber immer den Kunden. Und wie fatal das ist, sehen wir bei amerikanischen Produkten. Schauen wir auf Apple und schauen wir auf Tesla. Die haben so eine gnadenlose Kundenorientierung in ihrer Entwicklung. Und das macht die so stark. Und es ist ein Jammer, wenn wir das irgendwo nicht in den Griff bekommen. Wir denken viel über Painpoints nach und glauben dann, wenn wir den Painpoint lösen mit einer neuen technischen Idee, dann ist alles gut und das Produkt verkauft sich von alleine. Und das ist so nicht. Da hilft auch kein Espresso im Laden oder ein Prosecco beim Verkauf. Wir müssen verstehen, wie Nutzungsentscheidungen getroffen werden, was eigentlich Value Added ist für Nutzer von neuen Services und digitalen Angeboten. Und das haben wir bisher nicht verstanden. Wir denken noch zu sehr in Stahl und Blech und Eisen. Und wir kommen ran an die Digitalisierung, wir kommen ran an neue Technologien, aber ich glaube, dass wir da alle noch ja, etliche Schritte werden gehen müssen und über Kunden neu nachdenken müssen, damit wir da besser werden. Ich komme aus der Autoindustrie, habe 25 Jahre Automobilerfahrung, Verbrennererfahrung natürlich. Ich habe ein Erlebnis vor 5 oder 10 Jahren gehabt, da sagte mir ein Kollege, das Auto ist fertig, eigentlich haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind fertig. Mittlerweile ist es so, jetzt kommt die Elektromobilität, die Digitalisierung, das autonome Fahren. Und das hat unglaublichen Drive reingebracht. Und das macht jetzt wieder richtig Spaß, was zu tun, was Neues zu entwickeln, die Welt ein Stück voranzubringen. Und da möchte ich dazu beitragen. Die CO2-Grenzwerte, die die Autohersteller alle erreichen müssen, und zwar sehr bald erreichen müssen, die zwingt sie dazu, hier den Umstieg zu schaffen. Und die Diskussion, ob jetzt Wasserstoff oder Elektroauto, die ist aus meiner Sicht ist die vorbei. Die gibt es vielleicht in der einen oder anderen Zeitung noch, aber aus der technischen Sicht heraus ist das Thema beantwortet. Und ich glaube, dass wir einen ganz schnellen Umstieg jetzt sehen werden, weil die Autohersteller hier Autos auf den Markt bringen werden in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, die alle Segmente zu hochattraktiven Preisen abdecken werden. Was ich persönlich am BEM am tollsten finde, ist die Heterogenität in diesem Verein. Ja, da sind die Autohersteller, da sind die Energieversorger, da sind Dienstleister, da sind Konstrukteure von weiß ich nicht welchen Roller.
und alternativen Mobilitätsgeräten. Ich finde es großartig, wie unterschiedlich die Partner hier sind und aus diesen Partnerschaften oder aus diesen Zusammenreden, Zusammenkommen auf den Events entsteht so unglaublich viel. Und das ist für mich sinnbildlich für eigentlich diese neue Welt, in die wir hier gehen. Es geht nicht darum, ein Auto durch ein anderes zu ersetzen, sondern mit vielen neuen Ideen ja eine neue Welt auch zu schaffen. Und die vielen Partner, die hier beim WEM zusammenkommen, stehen für mich sinnbildlich für das, was wir hier zusammen schaffen und erreichen müssen.